Herzlich willkommen zu Let's Talk About It, einem Format von OPET, bei dem wir einen Blick hinter die Kulissen unserer Arbeit werfen. Heute wollen wir über digitale Gesundheitsanwendungen sprechen und da habe ich unseren Produktmanager Andreas Engel eingeladen. Herzlich willkommen, Andi. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass du da bist und wir sprechen über DIGAS. Vielleicht kannst du unseren Zuschauern als erstes mal erklären, was ist eine DIGA überhaupt? Ja, das gibt es seit Mitte letzten Jahres, ist es live geschalten worden. In diesem analogen System, was wir ja wirklich haben, Medizinbereich, ist es etwas sehr Innovatives, muss man echt sagen. Da haben sie was auf die Beine gestellt. Das digitale Gesundheitsanwendung, also alles, was eine medizinische Zweckbestimmung hat, jetzt dann verortenbar ist für zu Hause. Das sind Apps oder Webanwendungen. Okay, also Apps, Anwendungen, aber nicht einfach nur ein Fitness-Tracker. Da steckt Richtig. Also ein bisschen mehr dahinter. Genau, da ist eine medizinische Zweckbestimmung dahinter und es muss mit Studien nachgewiesen sein, dass okay. das einen Mehrwert bringt. Mhm. Was sind das für Studien? Was heißt das? Wie funktioniert das? Ja, das sind letztendlich zwei Varianten. Es gibt das typische, der medizinische Nutzen entweder kann nachgewiesen werden oder das sind so typisch, was ganz neu ist, typisch patientenrelevante Struktur- und Verfahrensverbesserungen. Da geht es zum Beispiel um die Adhärenz. Dass der Patient eben mehr compliant ist. Und das ist wirklich auch ein Novum, weil normalerweise ist man in der Medizin immer nur diesen medizinischen Nutzen-Nachweis gewohnt. Und das ist eben ganz was Neues. Okay, ja, liebe Zuschauer, das hat schon seinen Grund, warum wir hier über DIGAS heute sprechen. Andi, warum mischt die OPET jetzt damit? Ja, wir haben ja schon sehr früh damit angefangen, mit einer Gesundheitsanwendung, wie man es so nennt, aber auf Selbstzahlerbasis letztendlich mit Ortelligent Knee. Und wir haben natürlich jetzt diese Chance genutzt, das dort auch anzumelden, weil eben über die Studienlage wir eben beweisen konnten, dass die Adhärenz um ein Vielfaches höher ist. Mhm. Und jetzt haben wir eben auch das wirklich angemeldet. Okay, kannst du vielleicht unseren Zuschauern noch mal kurz erklären, was Ortelligent Knee überhaupt ist? Ja, das ist ein digitales Rehabilitationsprogramm und das Schöne dabei ist, es vereint zwei Sachen. Einmal, dass man natürlich die typischen Übungen hat, die nach wissenschaftlichen medizinischen Leitlinien sind. Mhm. Da sind die Übungen, die er zu Hause machen kann, aber er kann sich dann mit dem System, weil ein Sensor dabei ist, kann er sich dann auch selbst überprüfen und schauen, ist er dort besser geworden. Mhm. Weil Programme gibt es viele, die man machen kann, kennen wir ja alle, aber er wird dann trotzdem alleingelassen, weil er macht die Übungen zu Hause, aber weiß nicht, ist er jetzt wirklich besser geworden, nicht. Wo muss er sich vielleicht noch verbessern, bis er wieder zum Arzt oder zum Therapeuten kommt. Und da kann er sich selber überprüfen und wenn er merkt, eine Disbalance hat zwischen rechter Seite und linke Seite, mache ich wieder die Übungen, trainiere dort in Anführungsstrichen mehr, kann mich wieder überprüfen, ob ich dort auch wirklich besser geworden bin. Okay, wenn ich das richtig verstehe, liegt der Schwerpunkt auf den Testbatterien, also auf den Messungen und weniger auf den Übungen. Das heißt, es ersetzt jetzt nicht Physiotherapie, Nein. oder? Nein, es ergänzt die Physiotherapie, weil man weiß selber, man hat nur eine gewisse Anzahl an Physiotherapiestunden, beziehungsweise man bekommt auch nicht immer sofort einen Termin und man ist auch nicht drei oder viermal in der Woche dann beim Physiotherapeuten kann dann eben zu Hause daheim die Übung machen und sich selbst dann eben überprüfen. Und wenn er vom Physiotherapeuten oder vom Arzt auch Übungen mitbekommen hat, dann kann er die eben auch zu Hause machen und merken und überprüfen, ob er damit eben auch besser geworden ist. Also die Testbatterie, die liegt im Fokus. Okay, verstehe. Also wenn ich jetzt Patient bin, Andi, wie komme ich dann an so eine App? Wie funktioniert das? Es gibt ja schon ein paar. Es gibt schon ein paar. Also momentan sind, glaube ich, Stand heute 11 gelistet, unterschiedlichster Art. Also es ist auch, läuft dort auch ein bisschen anders ab, wie sonst im Hilfsmittelbereich generell. Man stellt auch ein Muster-16-Rezept aus mit einer Pharmazentralnummer und dann geht der Patient mit diesem Rezept zu seiner Krankenkasse. Idealerweise natürlich erreicht er dieses Rezept dann auch online ein, entweder über die Webseite oder über die App und bekommt dann innerhalb von wenigen Minuten einen Freischaltcode, einen Rezeptcode. Okay, lass mich da kurz einhaken. Wenn ich also als Arzt weiß, dass es diese App gibt, dann stelle ich ein Muster-16-Rezept aus und schreib einfach den Namen der App auf die auf das Rezept und die Diagnose oder was schreibe ich drauf? So in der Art, also man ist es ja gewohnt mit Medikamenten, die haben auch alle eine Pharmazentralnummer, die sind in der Praxissoftware hinterlegt. Und wenn ich dann weiß, das ist dieses Produkt, was ich eigentlich ausgeben möchte, dann gebe ich diese Nummer ein, suche das in der Praxissoftware, dann wird die Nummer drauf gedruckt, wird auch die Verordnungsdauer drauf gedruckt und damit geht er dann letztendlich zu seiner Krankenkasse. Okay, und als Patient bekomme ich dann einen Hinweis, das heißt, ich
lade mir diese App auf mein Smartphone beispielsweise und bekomme dann irgendwie einen Hinweis, dass sie jetzt freigeschaltet ist? Oder wie funktioniert das? Also der Patient bekommt von seiner Krankenkasse die Genehmigung, indem er eben diesen Freischaltcode, also den Rezeptcode bekommt. Mhm. Und in der App muss er dann diesen Rezeptcode eingeben. Also da wird er dann in unserem Fall wieder eben durchgelotst, dass er jetzt bitte den Rezeptcode eingeben soll. Und dann ist es freigeschaltet. Okay. Und jetzt bin ich natürlich vielleicht, wie Sie auch, liebe Zuschauer, ganz neugierig und möchte sofort starten. Aber Andi hat uns gerade erzählt, dass es die App noch nicht gibt. Wie ist denn da gerade der aktuelle Stand? Wann können wir damit rechnen? Ja, also das Gesetz gibt vor, dass sobald man eingereicht hat, das BfArM 3 Monate Zeit hat. Wir haben jetzt im März angemeldet und hoffen natürlich, dass wir im Juni den positiven Bescheid bekommen. Es war schon ein Mammutwerk, weil leider ist so ein bisschen... wird so ein bisschen die Apps auf Rezept ein bisschen klein geredet. Ja, jetzt kann jeder wie Fitness-Tracker etc. Verordnet werden. Nein, das ist eben nicht der Fall. Also man muss mit medizinischen Hinterstudien beweisen, dass es einen Mehrwert bringt. Also es ist eigentlich höher anzusetzen wie jedes Hilfsmittel, weil Hilfsmittel ist leichter letztendlich abrechenbar zu machen wie so eine App, weil das eben den Standard eigentlich von Medikamenten ist. Also dort ist man wirklich in dem Bereich beim BfArM wie beim Impfstoff. Man muss dasselbe Verfahren durchlaufen und auch eben diese Qualität genauso vorweisen. Okay. Ja, liebe Zuschauer, ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema. Wenn Sie auch Lust drauf bekommen haben, wenn Sie mehr Informationen dazu haben möchten, dann setzen Sie sich mit uns in Verbindung, schauen Sie auf opet.de, nehmen Sie dort Kontakt mit uns auf. Dann verbinden wir Sie auch mit unserem Produktmanager Andreas Engel, beantworten Ihnen alle Fragen dazu. Und ich freue mich drauf, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen und wir dann auch mal im persönlichen Gespräch drüber reden können. Also vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin und alles Gute.